Herzlich willkommen zu einem weiteren Retro Classics Video aus der Serie C64 Retro Classic hier auf meinem Kanal. Wir spielen Mega Phoenix. Wir sind bewaffnet mit einem Raumschiff und einer Blasterkanone und müssen gegnerische Vögel zerstören oder gegnerische Raumschiffe. Ja, eine Art Space Invader Klon. Und genießt noch ein bisschen die Musik, denn im Spiel haben wir leider keine Musik. Es ist bockschwer, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wie weit ich überhaupt kommen kann. Und es ist auch etwas abwechslungsreich von der Spielmechanik her, also von dem Auftreten der Gegner. Allerdings ist der Hintergrund doch etwas, ja, öde oder schnöde. Wir haben hier nur dieses Space, ja, Sternenhaufen oder Sternenbildschirm. So. Wir können hier schießen in unserem Raumschiff, allerdings immer nur eine Kugel gleichzeitig. Und ich habe gerade mein Schild aktiviert, weil manchmal sind diese Viecher doch etwas sehr penetrant und zerstören mich ganz einfach mal. Verdammte Axt. So. Jetzt werden wir hier mal ein paar Gegner zerstören. Und ich werde auch zerstört. Ich hatte gehofft, dass der Schild noch reicht. Ist natürlich keine, ja, englische Art mit dem Schild des Raumschiffes das Level zu beenden. Aber jetzt sind wir erstmal in Phase 2. Ja. Und man kann immer nur einen Schuss gleichzeitig ausführen. Das heißt also, wenn der Schuss gerade unterwegs ist, dann haben wir hier keine Möglichkeit. Verdammt. Also wenn diese Viecher hier fliegen, ja, dann geht es nicht anders. Aber die sind sehr schön animiert, muss ich sagen. Das gefällt mir. Ich muss nochmal mein Schild hier anmachen. Sonst komme ich ja gar nicht mehr hier rüber. Und es gibt noch so einen Spezialangriff, die diese Viecher haben. Das ist dieser... Ja. Ja, get ready, Player One. Ja, 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 ja. Ich gehe mich gleich ready. So. Ja, das ist... Ja, also... Ich habe gesagt, es ist sehr, sehr schwer. Beim Hintergrund hätten sie sich ein bisschen mehr Mühe geben können, finde ich. Ha, habt ihr gesehen? Das ist dieser Spezial-Flash-Angriff. Killer Eggs. Oh Gott, was ist das denn hier? Ja. Gott, das sind ja... Boah. Gott. Ja, bad luck. Definitiv. Ja, wir starten nochmal, würde ich sagen. Das muss ja irgendwie zu schaffen sein. Ich hätte es schöner gefunden, wenn wir ein paar Specials hätten, also ein paar Waffen-Upgrades oder so. Ja. Jetzt hat er wieder seinen... seinen Spezialangriff gemacht. Das kann ich überhaupt nicht leiden, wenn die so blöd rankommen. Komm. Komm, greif mich an. Der ist aber auch nicht zu erwischen. Da wollte wieder sein... Ja, verdammte Axt, Mensch. Jetzt habe ich schon nur noch zwei Leben und bin gerade mal hier im... Das macht er auch immer wieder. Das macht er immer wieder. So, gucken wir mal, dass wir jetzt die Welle 2 schaffen hier. Die Killer-Axt sind ja echt brutal. Boah, mehr Glück als Verstand. Ich habe den Eindruck, dass man es nicht mehr schaffen kann, wenn die... Ja... Wo ist das Leben hier? Wahrscheinlich genügend Punkte. Ja, siehste. Ja, das ist nicht... Man muss seinen Schutzschild erstmal wieder ganz auf... Ja. Komm. Machen wir nochmal hier Trick 17. Sind wir wieder hier in unseren... Na super. Ja, den habe ich nicht gesehen. Bad luck. Finished. Ja. Komm, noch eine Runde machen wir. Mal gucken. Ich möchte mal diese Killer-Eggs irgendwie mal überleben. Wie gesagt, gar keine Boni. Gar kein Pop-up sozusagen. So.
Das war eigene Blödheit. Der Shield war schon verbraucht. Können es gerade so retten. Oh nein, wenn schon wieder hier drei am Rumfliegen sind. Jetzt schießen die auch noch. Ja. Hui. Ach. Ja, Gott. Immerhin. Wave 2. Achso, das war jetzt Wave 1. Okay. So, das ist wieder der Meisterleistung, die ich hier daneben schieße. Ja, und der fliegt mich einfach mal hinüber. Drüber hinüber oder hinunter. Ja, da hat sie dir so gedacht, dass du das hier hinkriegst. Ja, nein, das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht, das wollte ich nicht. Da klappt wohl der gute alte Buggybird-Trick, ne? Ganz... Ach. Nein, was macht ihr denn da? Gut, dann muss es halt einfach so klappen. Man kann das Schutzschild ja auch taktisch klug einsetzen. Also, es ist doch wirklich Dummheit. Also, dass ich hier überhaupt nichts hinkriege. Ja. Get ready, Player One. Ja, ich gehe ja ready. Das ist. Also. Aber die schießen so viel auf einmal. Hä? Ah, ich kann die nur zerstören, wenn die Eier sind, oder was? Ui. Nein, wie Wave 2. Ach ja, stimmt. Jetzt weiß ich, warum die Killer Eggs heißen. Na komm, 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 komm. Jawohl. Boah, ich habe gar kein Schiff mehr. Das war aber ganz... Oh Gott. Ach, der schießt mit... Eiern. Aha, müssen den klassischerweise genau da treffen. Ich habe aber kein Shield. Nein. Oh nein. Na gut. Schade. Ich hatte den Mega-Phönix gesehen. Immerhin, ein Teilziel erreicht. Ich habe den Mega-Phönix gesehen. Der sah sehr schnieke aus. Ja, der, wie gesagt, der Hintergrund finde ich ein bisschen langweilig. Hätte ein bisschen, na, vielleicht entweder animiert sein können oder ein bisschen abwechslungsreicher. Vom Spielgefühl her eigentlich ganz gut, reagiert ganz gut. Schießen, gut, ist eine Streitsache. Ich finde es besser, wenn man zwei, drei Schüsse schießen kann. Aber so ist das Spiel nur halt. Ich danke fürs Zugucken und dann sehen wir uns im nächsten Retro-Klassiker-Video. Ciao. Die Musik ist echt gut. Man hätte vielleicht eine ganz sanfte Musik auch im Spielgeschehen haben können, aber gut. So, jetzt aber. Tschüss, bis zum nächsten Mal.